Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, was darin abgeht. Ich bin Birte Fulde und Sexologin bei Orion und ich analysiere eure Schlafzimmer oder Schlafzimmer, die wir anhand von KI erstellt haben. Und ich weiß vorher nicht, welche Geschichte eingetippt wurde und ob sie mit meiner übereinstimmt. Wir werden es sehen. Also ganz ehrlich, kriege ich auch Herausforderung? Das ist ja sowas von einfach. Da hängen Peitschen an der Wand. Sind doch Peitschen, oder? Ja, sind Peitschen. Ich meine, das ist nicht nur, dass das Bett schon danach schreit, dass man rechts und links Handschellen anbringt. Es sind auch noch Peitschen da. Eindeutig ein Zimmer einer professionellen Domina. Ich würde sagen, sie sitzt in Berlin, auf jeden Fall in einer größeren Stadt, hat dort ein Studio. Das ist einer ihrer 5 Zimmer, die sie hat. Nebenan gibt es nämlich noch ein Zimmer mit einem Gynäkologenstuhl. Das ist ein bisschen anders aufgebaut, das ist nämlich weiß. Das hier ist das Barockzimmer. Lasse dich auspeitschen auf barocke Art sozusagen. Da hat sie Peitschen in jeglicher Art und Weise. Und ist das da ein Pferdehalfter? Okay, ich sehe schon, sie würde auch, also kann sich auch als Pferd dort anschnallen lassen. Und dann reitet die Domina dich, während du da so mit so einem Pferdekopf rumläufst. Das alles sehe ich darin. Die Domina selber ist ungefähr, es ist weiblich, hat zu 90% männliche Kunden, aber 10% kommen auch, sind auch Paare oder Frauen, die kommen. Sie ist nicht mehr ganz so jung, sozusagen im besten Alter mit um die 35. Zu Hause sieht ganz anders aus übrigens. Also sie lebt zu Hause außerhalb von Berlin in einem Rhein-Mittelhaus. Und die Nachbarn denken, sie wäre Grundschullehrerin. Ist sie aber gar nicht. Sie hat nämlich ein Bordell. Und macht das aber sehr erfolgreich. Also die bringt richtig Asche nach Hause, weil sie High-Class ist. Ich meine, Entschuldigung, schau dir mal diese Tapeten an. Da lässt man richtig Geld. Also da kostet eine Stunde bei ihr, kostet mindestens 200 Euro. Nicht, dass ich die Preise kenne, aber ich dachte mir, das ist vielleicht hoch. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar 300 Euro kostet eine Stunde. Das sieht man nämlich auch, da ist nichts hier mit Lacklaken oder sowas, sondern richtig hochwertige Materialien auf diesem Bett. Das heißt, man muss natürlich auch jedes Mal komplett alles abziehen. Ja, ich würde sagen, diesmal liege ich hundertprozentig richtig und habe 1:1 das richtige Schlafzimmer herausgefunden. So, ich habe hier ein Huch. Naja. Also, fast. Nun gut, es ist fast so wie bei der professionellen Domina. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, dass sie im besseren Alter ist. Gut, 35 ist jetzt noch nicht ältere Pärchen. Aber ich frage mich, wenn man jetzt ein Pärchen hat, das so ein Schlafzimmer hat, finde ich mega. Also, wenn ihr sagt, so sieht mein Schlafzimmer aus, dann sage ich, Bombe, Leute, habt ihr richtig gut gemacht. Falls ihr das habt, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie macht ihr das mit Hausführungen? Sagt ihr, Schlafzimmer zeige ich nicht? Was ich durchaus verstehen könnte. Also ordentliches Repertoire an verschiedenen Fetischartikeln finde ich auch. Also allein dieses Pferdegeschirr da. Ich frage mal kurz meine Assistentin, ist das ein Pferdegeschirr? Sie sagt nein. Ich gucke es mir jetzt mal genauer an. Nein, ist gar kein Pferdegeschirr. Braucht nur einfach eine Brille. Das nächste Mal gucken wir uns das mit Brille an.
Falls ihr auch so ein mega Schlafzimmer habt, dann schickt es uns doch gerne. Dann würde ich das auch sehr gerne analysieren. Und schreibt mir auch in die Kommentare rein, ob ihr euch vorstellen könntet, so ein Schlafzimmer selber zu haben oder ob ihr sagt, das ist so überhaupt nicht mein Stil. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal zu Zeig mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, was daran abgeht.